Sascha für Mobile Geeks, das ist das neue HTC Butterfly S. Das ist das Samsung Galaxy S4 Octa-Core, also die spezielle Variante, die es nur hier in Asien gibt. Was ich machen möchte ist, ich will euch ganz kurz mal so einen kleinen Quick-and-Dirty-Vergleich geben von diesen beiden Geräten, die nämlich ungefähr in der gleichen Klasse spielen. Lass uns mal ganz einfach anfangen mit dem Display. 5-Inch, 1080p auf beiden Geräten, aber Super AMOLED hier links auf der Seite von Samsung, Super LCD 3 hier beim HTC Butterfly S. Beide Corning Gorilla Glass 3, das heißt, ihr könnt ordentlich mit dem Schrittschuh drüber fahren. Mache ich jetzt nicht, weil das Gerät, das HTC Butterfly S, ist geliehen von HTC. Wie sieht es aus mit dem SoC? Snapdragon 600 beim Samsung Galaxy S4, ein bisschen übertaktet im Vergleich zum HTC One auf 1,9 GHz, also der Quad-Core. Und beim HTC Butterfly S genau das gleiche, 1,9 GHz Qualcomm Snapdragon 600. Jeweils 2 GB RAM auf beiden Geräten. Dann, jetzt vertue ich mich ganz gerne mal wieder, 16, 32 und 64 beim S4. Das ist auf alle Fälle die 32-Variante. 16 GB jetzt hier beim HTC Butterfly S. Beide könnt ihr aber entsprechend aufrüsten. Bis zu 64 GB beim Butterfly S ist hier oben der Einschub. Ansonsten, beide rennen auf Android Jelly Bean. Lass uns mal gucken. Die aktuelle Variante hier beim Samsung Galaxy S4 ist Jelly Bean 4.2.2. Beim Butterfly S, jetzt ratet mal, was es sein wird. Richtig, Android Jelly Bean 4.2.2. Weiterer Unterschied, seht ihr sofort. HTC Sense Version 5.0, auch wie beim HTC One. Die gleiche Variante, hier haben wir noch TouchWiz drauf. Jetzt geht es wieder ab in Richtung Hardware-Vergleich. 2-Megapixel-Kamera vorne beim Samsung Galaxy S4, 2,1-Megapixel-Kamera vorne beim HTC Butterfly S. Hinten 13 Megapixel beim S4, 4 Megapixel beim Butterfly S. Warum? Da ist die Ultra-Pixel-Kamera eingebaut, die wir schon vom HTC One kennen. Wie sieht es mit der Dicke von den Geräten aus? Wir haben einmal beim Samsung 7,9 mm, beim Butterfly S 10,6 ist eine Ecke dicker, ist auch eine Ecke schwerer. 140 Gramm beim S4, 160 Gramm beim Butterfly S, was mir jetzt gerade irgendwie lustig hier eine Karte einschmiert. Während das S4 auch lustig auf Karten geht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist hier eine versteckte Kamera? Nein, ich kann sie direkt sehen. Also, 4 Megapixel, 13 Megapixel habe ich auch schon erzählt. 7,9 mm, 10,6 mm. Wie sieht es im Gewicht aus? 130 Gramm, 160 Gramm. 30 Gramm schwerer. Woran liegt es? 2600 mAh Akku hier beim S4. 3200 hier beim HTC Butterfly S. Und was mir besonders gut gefällt ist, seht ihr, wie das Butterfly S hier hinten so gewölbt ist? Das liegt so verdammt saugut in der Hand. Ja, das kann das S4 einfach so nicht bieten. Ihr seht auch, dass das Butterfly S ein Stückchen höher ist. Breiter ist es nicht unbedingt. Kann ich so nicht bestätigen. Kurzer Vergleich vom Samsung Galaxy S4 mit dem HTC Butterfly S. Jetzt habe ich schon gerade Angst, dass ich mal HTC One Butterfly S gesagt habe in dem Video. Glaube ich aber nicht. Sagt uns ganz einfach, was ihr wissen möchtet über die beiden Geräte. Natürlich, ausführlicher Testbericht vom Butterfly S folgt. Aber was gefällt euch besser? Besser ist klar. Ich habe gerade ein englisches Video gemacht. Samsung Galaxy S4, dann sagt uns das in den Kommentaren. Oder HTC Butterfly S, dann hinterlasst uns auch einen Kommentar. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.